Bitte warten, hieß es am grünen Red Carpet vor dem Wiener Volkstheater. Nach 2 Jahren Pause wollten alle mit dabei sein beim 22. Amadeus Austrian Music Award. Wir haben nicht einmal einen Parkplatz gekriegt, wir stehen 10 Kilometer weiter weg. Ich glaube, es ist ein wunderbares Zeichen, dass heute die Musikszene Österreichs wieder zusammentreffen kann nach einer langen Durststrecke. Unten gut angefangen, Lederhose, oben, was ist dann oben passiert? Ja, da habe ich mir gedacht, hängt halt jeder einen Anzug um, muss ich auch sowas machen. Aber dabei hast du schon gesehen, jeder hat nicht einen Anzug an. Amadeus, haben wir gedacht, ziehen wir mit an. Und schlank und rank wie immer. Mei, hör auf, ja danke, was seht ihr, so ein Corsage, da kannst du ein bisschen was essen. Ich bin unter den Nominierten, der Rest ist Mathematik und Wahrscheinlichkeit, da bin ich nicht so gut, also bleibt nur Daumen drücken. Gewinnerinnen in 14 Kategorien wurden an diesem Abend gekürt. Das Lebenswerk ging an Boris Bukowski. Das Lebenswerk. Ich habe mir ausbedungen, dass ich den Preis nur dann annehme, wenn es das jetzt nicht gewesen sein muss. Die Abräumer des Abends, Raf Camora und Josh. Die Veranstaltung ist noch nicht aus, ihr geht's jetzt? Weil meine Jungs ein Konzert haben jetzt im 16. Bezirk Otterkringer Straße und deswegen als guter Freund sollte man die Straße nie vergessen und deswegen gehen wir jetzt dorthin. Dass ich 3-mal gewonnen habe, ist natürlich grandios und ich bin Gott sei Dank so, ich kann es noch nicht so ganz fassen. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Ich glaube, man merkt es jetzt gerade. Ich werde mich jetzt dann irgendwann beruhigen und dann wird es wieder gehen.